So, was haben wir denn hier? Die müssen alle irgendwo hingeschoben werden, kann das sein? Das da ist auch länger. Okay, ich glaube, ich weiß wie. Ach so. Also ich hoffe es. Zurück. Dann den langen da oben rein. Oh, ich hoffe. Scheiße. Komm schon. Kriege ich den da noch mal weggeschoben? Ja, müsste gehen. So. Nummer zwei und dann noch einen da oben rein. Und dann die anderen beiden. Weiß ich nicht. Guck mal, die schweben jetzt auch. Ach so. Okay, kann doch sein, dass sie das gerade schon gemacht haben. So, muss ich die beiden jetzt einfach aneinander fügen in der Mitte? Dritten hier, den krieg, den letzten, den vierten, den kriege ich ja nicht weg. Ich versuche die beiden mal so relativ mittig zu schieben. Ah, okay. Den kann ich gar nicht verschieben, weil er auf einem Sockel festsitzt. Okay, alles klar. Dann ist das hoffentlich so richtig. Nö. Ich hätte schon gedacht, dass ich den auch noch irgendwie wegkriegen muss, aber ich weiß nicht wohin. Den von der Plattform runterschieben? Nö. Oder kriege ich hier irgendwo zwei rein? Das glaube ich. Nee, das. Nee, 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 nee. Da ist zu wenig Platz. Okay. Schon von Anfang an gedacht, dass die goldenen Teile auch aneinander müssen, aber dadurch, dass jetzt da eins übrig bleibt, den hier kann ich nicht bewegen. Und drehen kann ich die Dinger ja auch nicht. Dass ich sage, okay, dann drehe ich es, dann komme ich vielleicht mit dem Goldenen vorbei, aber selbst dazu wäre zu wenig Platz. Also muss eine andere Lösung her. Gehen wir nochmal zurück. Ich weiß, ihr hört das Gamepad immer mal. Das tut mir leid, aber das ist das Xbox Gamepad. Das ist leider im Vergleich zum PS4 Gamepad, was hier nicht mit funktioniert hat mit dem Spiel bei mir. Deutlich lauter. Deswegen nehme ich das auch eher selten. Bei Aufnahmen. So, also wie kriege ich es weg? Oder muss ich. Sind die vielleicht noch nicht richtig angedockt? Doch. Der war ganz hinten. Der auch jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich wollte gerade sagen, dann drücken wir noch mal an dem Teil darum, aber das hat sich ja nun schon erledigt. Ja, vielleicht geht das auch tatsächlich nicht anders und ich muss noch irgendwo irgendwas anderes aktivieren, damit die Konstruktion hier passt. Ich schieb das jetzt trotzdem mal zusammen mit dem Puffer dazwischen. Ne, es würde immer eins übrig bleiben nach meinem. Ach so, doch! Ach so, okay, gut. Dann hatten wir es ja vorhin schon.
Die haben sich einfach näher zusammengeschoben. Ja, Mist, ich weiß trotzdem nicht, ob es reicht. Wegen dem mittleren. Aber näher kriegen wir es nicht. Deswegen schaue ich mal da hinten weiter. Okay, da kommen wir nicht weiter. Sei denn... Nee, die müssen schon richtig zusammen. Mist. Ist bestimmt ganz, ganz simpel, aber ich kann das auch nicht auf Standard wieder zurücksetzen, dass ich sage, okay, dann beginne ich nochmal von vorn. Schau mir die Ausgangsposition nochmal an. Oder gibt es hier irgendwo einen Knopf, um das zurückzusetzen? Nee. Glaube nicht. Mist. Ah, warte mal. Doch, natürlich. Es ist so einfach. Ich bin bekloppt. Komme ich mit dem vorbei? Nee. Okay, dann mit dem anderen da rechts. Ach, Mann. Vielleicht ist es ja egal, welcher Stein da wo stehen muss. Mann, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber es stimmt. Jetzt einfach die wieder zurück, dann die anderen beiden wieder zurück, dann den kleinen da rein und dann kriege ich die beiden goldenen ganz zusammen. Aber der muss erstmal noch ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, stimmt, die entfernen sich wieder voneinander. Oh Mann, sowas Einfaches. So, und jetzt zurück. Ach je, sorry, dass das so lange gedauert hat. Ich hoffe, das reicht jetzt. Match. Jawohl. Und die Brücke erweitert sich wieder. Ui. Okay, das bleibt nicht so. Ich wollte schon sagen, das sieht jetzt aber nach einem richtigen Portal aus. Okay. Gut, Ring Nummer 2. Führt direkt zu Ring Nummer 3. Elita, ist die schon drüber, oder? Ich glaube nicht. Ja, manchmal sind so simple Lösungen da. Anstatt mal kurz anders zu denken, bleibt man seinem Trott treu, so wie es halt nicht funktioniert, ne? Hat man gerade gut gesehen, war ein gutes Beispiel. So, weiter geht's. Aber warum so viele Ringe? Okay, geht auch direkt weiter. Sie ist auch schon ganz hinten. Und hier hätten wir nochmal einen Audiolog. Identität der Ahnen. Unsere Wissenschaftler haben heute eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Wir hatten bisher angenommen, dass die Portalerbauer diesen Planeten verlassen hatten oder von den Wurzelkreaturen getötet worden waren. Aber wir lagen falsch. Die Portalerbauer sind lediglich eine fortgeschrittene Form der pflanzenartigen Spezies, die den Planeten bedeckt. Sie müssen diese Welt schon vor Äonen kolonisiert haben und brachten eine Vielzahl von Schwesterarten mit, die auf dem Planeten ausgesät wurden, um ihn bewohnbar zu machen. Tatsächlich glauben wir, dass die Arten auf dem Planeten weniger ein Ökosystem einzelner Arten sind, sondern vielmehr ein dichtes, weltumspannendes Netzwerk. So gibt es einige größere und einige kleinere Arten, aber alle scheinen mit Hilfe des allgegenwärtigen Moses zu kommunizieren, dem grünen Feuer, das für das Leben auf dem Planeten entscheidend ist.
Wenn man all dies bedenkt und die Wurzeln grenzenlos Formen imitieren können, haben wir es mit einer überlegenen und außerordentlich Lebensform zu tun. Nein, hängt er da fest? Ach. Gut. Dann soll es wohl so nicht sein. Okay, sie wartet wieder da vorne auf uns. Wir sind gleich da. Gleich da. Also ich hoffe mittlerweile wirklich, dass wir irgendwie den Planeten wieder retten können mit ihr. Hallo Elita, kommst du mit? Das sieht schon geil aus, ne? Wo das, hatte ich ja glaube ich schon angesprochen, das Spiel nicht so die Grafikbombe ist, aber atmosphärisch echt ganz geil. Elita, ich muss kurz los. Sauerstoff finden. Ich habe nicht mehr viel. Oh. Das blinkt rot. Könnte sein, dass da kein Sauerstoff mehr drin ist, oder? Okay, ich glaube, sie macht das gerade. Mist. Das kam unerwartet. Das auch. Okay. Muss dazu sagen, je dunkler das Spiel wurde, desto besser sah es aus. Gut, ich mach mal Licht aus. Okay. Kommunikationsfehler. Ankommende Nachricht, Signalfehler, bla bla bla. Warum sucht ihr mich hier? Ihr wisst, wo ich bin. Ihr habt mich vor Jahren zurückgelassen. Jetzt findet ihr mich nicht mehr. Der Abstand zwischen uns ist zu groß, räumlich und zeitlich. Okay, ich kann auch nur so langsam laufen. Jetpack kann ich nicht benutzen. Sind wir vielleicht im Inneren des Planeten? Gibt es eine hohle Erde? Ich glaube nicht. Oh. Das sieht doch nach... Ist das Elita? Ihre Hose? Aha. Den einfachen? Ne, ich habe den Super Boost. Ich komme, ich rette dich. Where are you? Der war gut, ihr Säcke. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Hold on, I'm coming. Okay. Da hoch zu ihr.
Ich würde aber auch mal gerne darüber auf den gucken. Die hatten sich ja vorhin so verschoben. Vielleicht können wir da noch rüber. Dass sich dann hier nochmal was verschiebt vielleicht? Nee. Das Timing wahrscheinlich wieder sehr gut sitzen bei dem letzten Sprung. Ach du, das ist aber. Verdammt, nein! Ich blöd, Mann! Sie ist runtergefallen. Ah, okay. Man kann das anscheinend nicht schaffen. War das nur ein Traum? Mit Sicherheit. Das war nur ein Traum. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich komplett in irgendeiner Höhle drin. Hier so Wurzelwerk. Wo führt sie uns hin? Verfolgung des Monsters. Die Kreatur hat die Frau in ihren Fängen. Und sie ist eindeutig verletzt worden. Blutstropfen der Frau leuchten hellgrün auf dem Höhlenboden. Ich hoffe, dass sie noch lebt. Aber ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann, wenn das Monster in der Nähe ist. Das sind alles... Ui, da hat, hat aber schon bestimmt bis hier 10 Liter Blut verloren. Huch, ach, hier, spring. Auf einmal wurde es dunkel vor mir. Okay. Schön mysteriös gemacht, das gefällt mir. So. Abgrund. Jetzt sind wir am Abgrund. Ja, also der Krater von ganz vorhin irgendwann mal war dann doch noch lange nicht das Ende, so wie es aussieht. Darüber? Gott sei Dank. Aha. Ich könnte wetten, hier müssen wir wieder die Ringe zusammenführen. Ah ja. Und dort ist sie. Ah, Gott sei Dank. Hallo, Elita. Oh, muss ich mich etwa beeilen? Weiß leider nicht. Ich denke, ich habe die recht mittig. Ach so. Och komm. Ich musste die andere Seite nochmal anfassen. Oh. Da hinten geht's auch nicht weiter, ne? Selber zur Wurzel geworden?
sind auch wieder woanders rausgekommen. Im Inneren allen Übels. Im Inneren der Wurzel. Oder grüne Länder. Ja, klingt gut, aber sieht auch gut aus. Kann ich hier drüber? Keine Ahnung. Das gehe mal stark von aus. Ja, das wird schon so passen. Also entweder da runter dann oder da den Weg rüber. Mal schauen. Nein! Nein! Ah! Okay, vielleicht hätte ich von oben schon da drauf springen müssen. Fuck. Ach so, okay. Gut, wir sind auf dem ersten Strang. Komme ich da vielleicht sogar rüber? Ich hoffe, wir sind richtig. Kann natürlich sein, dass das hier auch nicht hinhaut. Okay, dann darüber und dann darüber. Das sieht doch ganz, ganz passabel aus hier. Okay. Oh, wir sind doch nicht in der Höhle? Zumindest scheint da noch ein Mond durch oder was anderes, irgendein anderes Licht. Hinten hin brauchen wir wahrscheinlich wieder eine kleine Sprungeinlage. Aus der Ferne sieht es so ein bisschen aus wie Spinnweben manchmal. Das grüne Geflecht. Oh! Na, sieh mal einer an. Wie kommt das denn hierher? Waren die Russen doch weiter als gedacht? Das reicht nicht. Das, ach, verdammt. Da, in der Luft erst gesehen, dass es viel zu weit ist.
War zwar auch weit, aber das hat ganz gut geklappt jetzt mit dem letzten Sprung. So, die Tür ist dicht, ne? Portalzeit. Das Portal auf diesem Planeten war ein Einwegtransportmechanismus, wie wir nach unserer ersten Ankunft herausfanden. Wir hatten ursprünglich angenommen, es wäre wie jedes andere Portal, dass wir nach Belieben über das gleiche Portalgerät zurückkehren könnten. Aber das war nicht der Fall. Glücklicherweise entdeckten wir schließlich das zweite Portal, das Abreiseportal, das uns wieder nach Hause bringt. Dieses aus zwei Portalen bestehende System war eigentlich sehr effizient für Transportzwecke und wir bauten unsere Siedlung darauf auf, dass wir bei Bedarf hin und her reisen konnten. Aber was wir zunächst nicht begriffen, war die durch die Portalreisen verlorene Zeit. Der Transport verläuft sehr schnell, aber die Zeiten auf der Erde und auf diesem Planeten sind nicht synchron. Wir erkannten schnell, dass in einer Woche in dieser Zeit ein Monat auf der Erde verging. Als die Portale ausfielen, wurde diese Diskrepanz enorm. Als das Portal der Ankunft ausfiel und so viele Menschen getötet wurden, hatten wir Angst, das Portal der Abreise zu nutzen, um auf die Erde zurückzukehren. Im Laufe der Zeit begannen wir, Dinge auf der anderen Seite zu sehen, die uns unbekannt waren. Es waren seltsame, hochaufragende Strukturen, die viel weiter fortgeschritten waren als alles, was wir je zuvor gesehen hatten. Einige glaubten, dass das Portal die Heimatwelt der Portalerbauer neu kalibriert hätte. Aber ich kannte die Wahrheit. Die Bilder in dem Portal waren von der Erde, aber Jahrhunderte in der Zukunft. Leider haben wir unsere Hypothesen angesichts der völlig instabilen Energiereaktion des Portals nie getestet. Es war viel wahrscheinlicher, dass wir einen tragischen Transportunfall erleben würden, wenn unsere Kameraden zu Hause versuchen würden, uns zu erreichen. Es gab keine Freiwilligen und schließlich auch keine weiteren Gelegenheiten, bevor das Portal dunkel und kalt wurde. Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten unsere Chance genutzt. Uiuiui. Ah, okay. Ging sogar hier weiter, das habe ich nicht gesehen gerade. Na, wenn da nicht nochmal die Brücke davon zusammenbricht oder irgendwas anderes. Kann mir nicht vorstellen, dass wir da direkt rüberkommen. Oh, guck mal, da hinten links. Da ist wieder so eine große Wurzelkreatur. Oder ist das vielleicht sogar Elita, die da drin irgendwie eingeschlossen wurde oder sich... Oh, da ist ja noch so ein Ding. Da hinten sind sogar noch mehr. Drei habe ich jetzt gesehen. Da hinten eins. Vorne das große und ganz weit hinten noch eins rechts. Ist das das Portal nach Hause? In die... Ja, zurück zur Erde. In die Zukunft? Zurück in die Zukunft? Wobei wir nicht aus der Zukunft gekommen sind. Sondern für uns war es ja Gegenwart, als wir los sind. Okay. Ja, die Brücke scheint stabil. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
gehe jetzt einfach direkt durch, ne? Langsamen Schrittes. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. Das hier ist das Ankunftsportal, kann es sein? Dass der Kreis und der mittlere Kreis, der nach unten führt, die Ankunft darstellt? Ui! Och. Ui, das sieht ja furchtbar aus. Das war's. Lifeless Planet bei David Board. Puh. Okay, ich hätte schon gedacht, ein bisschen zieht sich's noch hin. Mhm. Also die Reise an sich, das waren jetzt so um die, oh, ich hab's jetzt nicht im Kopf, 4,5 Stunden oder so, die wir gebraucht haben, glaube ich. 4,5, 5 Stunden. Die Reise hat mir wirklich sehr gut gefallen. War schön mysteriös zwischendrin. Die Audiologs haben mir sehr gut gefallen. Die Schnipsel, die man so gefunden hat, hat mir auch gut gefallen. Gut, hier und da gab es mal einen Rechtschreibfehler. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Grafisch war es jetzt nicht ganz so überragend. Wie gesagt, die dunklen Stellen, die haben mir sehr gut gefallen. Gab ein paar schöne Landschaften. Die Landschaften jetzt gerade zum Schluss, das war nicht so prickelnd. Gerade auch die Bäume und die LOD-Texturen waren teilweise echt grauenhaft. Aber im Großen und Ganzen ein schönes, kleines, kurzes, atmosphärisches Spielchen. Was mir so im Gesamtpaket gut gefallen hat. Wobei ich das Ende kam mir jetzt wieder, oder was heißt wieder, aber kam mir so ein kleines bisschen überhastet vor. Wir hatten ja alles mitgemacht, das ist ja Wahnsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle an dem Spiel gearbeitet haben. Nee, aber hat mir sehr gut gefallen und ja, gern, wer deine Idee hat, was es noch so für Spiele in der Richtung gibt, immer raus damit. Well, my wife first of all, and Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her. Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them. Das war's. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten kleinen Projekt oder größeren Projekt, mal schauen, wieder dabei. Vielen Dank und schönen Tag noch. Ciao.